Unsere Generation hat sozusagen das Privileg, dass wir das bis jetzt noch nie erleben mussten. Trotzdem ist eine neue Situation oder eine neue Umgebung geschaffen worden, die uns in Verunsicherung bringt. Was ist das für eine Erkrankung? Was ist das für ein Virus? Was fehlt, sind die, die Möglichkeit, auch ein bisschen aus der Situation zu fliehen, an den Arbeitsplatz zu gehen, Entspannung auch vom häuslichen Alltag zu finden, eine gewisse Individualität zu leben. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Veränderungen, auch wie diese Personen zusammenleben. Es wird praktisch, eigentlich wird eine Art Zwangsgemeinschaft gebildet von Personen, die sich eigentlich sehr gut kennen und die normalerweise auch zusammen wohnen und leben, aber nicht in dieser Art und Weise. Dann kann man sich sicher ganz generell mal empfehlen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man sich sehr gut organisiert, dass man sich sehr gut abspricht, dass man den einzelnen Mitgliedern dieser Zwangsgemeinschaft Räume anbietet, wo sie auch eine gewisse Autonomie leben können, eine gewisse Intimsphäre ausleben können, die ja halt eingeschränkt ist. Dass sie auch soziale Kontakte pflegen können außerhalb dieses engen oder beengenden Wohnraums. Dann ganz in einer bestimmten, sehr schwierigen Situation sind natürlich ältere Personen, die ja sehr deutlich angehalten werden, ja nicht das Haus zu verlassen, weil sie eben gesundheitlich besonders gefährdet sind. Und das führt natürlich zu erheblichen Schwierigkeiten der Vereinsamung, aber auch der existenziellen Ängste. Wer kauft einem ein? Wie geht es mir gesundheitlich? Was passiert, wenn ich zum Arzt muss? Wer besucht mich denn überhaupt noch? Also das sind ganz viele, viele, viele Herausforderungen, die sehr, sehr schwierig zu handhaben sind. Wir wissen eigentlich recht gut, was auf uns zukommen kann und was wir eigentlich tun müssten. Und das ist eine reale Situation, die kann uns Angst machen, aber diese Angst bezüglich dieser realen Situation, die hilft uns auch, uns möglichst wirksam und effizient darauf vorzubereiten und uns zu schützen. Ja. Wenn sich diese Angst aber verselbstständigt und sozusagen fast wie so zu einer Angst vor der Angst wird, dass man sich gar nicht mehr vor dem Virus oder vor den wirtschaftlichen Folgen ängstigt, was ja eine reale Angst ist und was, glaube ich, gut ist, dass man sich diesbezüglich ernste Gedanken macht. Aber wenn man anfängt, praktisch wie Angst zu haben, dass man dann mal Angst haben könnte, dann kommt es sozusagen in einen psychologischen oder psychischen Ausnahmezustand, der eben dann so auch der Beginn einer psychischen Ausnahmesituation bis hin zur psychischen Erkrankung darstellen kann. Ja, ein ganz feiner Sensor für die eigene Befindlichkeit ist der Schlaf. Es können sich Angstträume entwickeln, es kann sein, dass man nicht mehr einschläft, weil man nicht mehr aus dem Grübeln herauskommt, dass man nachts aufwacht, weil man Angst hat, dass man morgen zu früh erwacht, nicht mehr einschlafen kann. Das sind Symptome, die durchaus eben so Angst, depressive und andere psychische Erkrankungen oder Ausnahmesituationen ankündigen können. Im Moment glaube ich, aber das ist eine Frage der Zeit auch, oder? Wie lange ist diese zunehmende Isolation, wie lange befinden wir uns in diesem Ausnahmezustand?
wenn es sich hierbei um ein paar Wochen handelt, dann ist das irgendwie überschaubar. Dann glaube ich, sind das auch Probleme, die im Vergleich zu den Infektionsproblemen durchaus in den Hintergrund treten oder etwas vernachlässigbarer sind als die primären Infektions- oder Epidemieprobleme, die wir haben. Aber es ist eine Frage der Zeit. Ja, wenn das in 3 Monaten, in 6 Monaten zum Beispiel immer noch so ist, dann könnten sich die Beurteilung oder die Bewertung der unterschiedlichen Gefahren, die da auch zum Teil gegenläufig sind, verändern.